Nun aber zu einem Team mit Ambitionen. Hier kommt Schwarz-Gelb Aachen, allerdings in Rot, Feuerrot. Die Aachener präsentieren nämlich Fire. Feuer, die neue Choreografie, soll die Gefühle der Zuschauer aufheizen und anheizen. Trainerin ist Petra Heiduck und sie hat schon einige neue Tanzelemente kreiert, die dann zu Klassikern wurden. Eine Neuheit kriegen wir auch heute zu sehen und geboten, ein wanderndes Roundabout. Open the door! We are going to burn!
every woman, child, and man. It's the moment that you think you can, you discover that you can. Feel the flame forevermore. Feel the flame. So feel the fire of our dreams. Eine sehr starke Kür auch vom TSC Schwarz-Gelb Aachen. Sie haben im Vergleich zur Zwischenrunde noch ein paar Briketts draufgelegt und ein noch größeres Feuer auf dem Tanzparkett entfacht als in Runde 2. Eine wirklich schöne Leistung. TSC Schwarz-Gelb Aachen mit ihrem Arti. Sie können stolz sein, Sie können wirklich stolz sein. Und wir zeigen Ihnen jetzt gleich noch einmal die anfangs schon angekündigte Weltneuheit. Das zeigen wir Ihnen auch verlangsamt, damit Sie es so richtig schön genießen können. Aber zuerst genießen hier das Publikum, die Zuschauer nochmal die Mannschaft. Und hier ist es. Höllisch schwer zu tanzen, das wandernde Roundabout. Geht über 16 Sekunden. Es ist unglaublich, aber wunderschön gelungen und anzuschauen. Und wie ungeheuer groß die Anspannung für alle Beteiligten doch ist, zeigt diese Szene hier. Nach der großen Freude über die gezeigte Leistung, nach dem lauten Jubeln, dem ewigen Lachen beim Tanzen, folgt ein Moment, wo die Trainerin dann doch mit ihren Tänzern und Tänzerinnen erst einmal die Abgeschiedenheit sucht.